Was suchen wir? Zutaten für Sonnenblumenkerne, Buchenweizen, Karotten, Pizza. Mit Käse? Mit veganem Käse. Okay. Heute habe ich keine Wahl. Heute koche und esse vegan. Und der Grund ist er. Der Eishockeyspieler Steve Hirschi. Habt ihr das Gefühl, der Steve ist langsamer, weil er kein Fleisch isst? Für sein Alter ist er spritziger. Er ist Veganer. Allerdings mehr aus Not wie aus Überzeugung. Schlussendlich habe ich es wegen der Gesundheit gemacht. Und das war für mich die Lösung. Oder? Die allermeisten Menschen in der Schweiz wollen nicht ganz auf Fleisch, Fisch und Milchprodukte verzichten. Und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Wie gesund ist es aber eigentlich, wenn man gänzlich auf tierische Produkte verzichtet? Das hier ist das authentischste vegane Chicken, was ihr jemals geballert haben werdet. Vegan liegt im Trend. Auf sozialen Medien omnipräsent. Immer mehr, vor allem Junge, verzichten zumindest teilweise auf Tierprodukte wie Milch, Fleisch, Eier und auch Honig. Der Trend ist noch lange nicht vorbei. Der gewinnt eigentlich eher noch an Fahrt. Es findet definitiv ein Imagewandel statt. Also die vegane Ernährung bewegt sich aus dieser Ecke von den Körnli-Pickern und den Baumumarmer raus. Es wird jung, es wird hip, es wird sexy. Vielen geht's in erster Linie ums Tierwohl oder die Umwelt. Aber auch die Gesundheit spielt eine wichtige Rolle. Tendenziell ernähren sich vor allem junge Frauen vegan. Über 80% sind weiblich. Mehr als die Hälfte ist unter 34 Jahren. Ein Viertel der Bevölkerung ernährt sich überwiegend bis ausschließlich vegetarisch bis vegan. Strikt vegane Menschen sind aber nach wie vor eine Minderheit von unter 1%. Es geht eben gar nicht unbedingt nur um die reinen Veganer, Veganerinnen, sondern eher um eine Umstellung der Ernährung einer breiteren Bevölkerungsschicht. Ich denke jetzt vor allem an Flexitarier, Flexitarierinnen. Das sind die Personen, die zwar immer noch tierische Produkte essen, aber versuchen, ihren Konsum einzuschränken. Und gerade die sind eben auch sehr, sehr spannend für die ganzen Start-ups, die alternative Proteine herstellen. Der Markt für diese veganen Alternativprodukte wächst rasant. Wie gesund sind Veggie-Burger und Co.? Wie gelingt eine vegane Ernährung ohne Mangel? Und was kann eine Umstellung im Körper bewirken? Ich bin heute unterwegs im Emmital, in Langnau, in der Ilfishalle. Dort trainiert gerade die erste Mannschaft der SCL Tigers. Und da treffe ich den Steve Hirschi. Der frühere Eishockey-Profi und heutige Assistenztrainer ist seit 10 Jahren vegan. Hoi, Steve Hirschi. Genau, ja. Daniela Lager, hoi. Hoi, mich auch. Es könnte fast immer vegan sein. Ja, genau. Sag mal, bevor du dich umgestellt hast, was hast du von Veganer gedacht und gehalten? Körnli-Bäcker, oder? Werde ich sicher nie ein Körnli-Bäcker, oder? Steve Hirschi spielte fast 20 Jahre als Eishockey-Profi in der obersten Schweizer Liga, in der Schweizer Nationalmannschaft. Und Hirschi, Tor 6:2 für Lugano. 14 Saisons bei Lugano, wo er auch Schweizer Meister wurde. Während seiner Karriere hatte er immer wieder stark mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Stand mehrmals vor dem Karrierenende. Steve, du hast vor 10 Jahren deine Ernährung umgestellt. Vorher im Jahr hast du alles gegessen und dann plötzlich nur noch vegan. Was war der Auslöser? Gesundheit. Ja. Gesundheit war der Auslöser. Ich hatte Asthma, die extrem stark war. Pollenallergie im Frühling, die zusätzlich das ganze Leben noch erschwert hat. Viele Verletzungen, Gelenke, die entzündet waren, vor allem die Knie, Hüfte und Schultern, wo ich viele Operationen hatte.
Und einfach der Schmerzen, den ich alle Tage haben musste, erdulden quasi. Das war sicher der Auslöser. Ich bin durch einen Kollegen ein bisschen draufgekommen, nachdem sie wirklich viel ausprobiert und nicht geklappt hat. Und dann bin ich auf das Thema gekommen. Sag mal, wie geht es dir heute, wenn du zurückschaust, bevor du umgestellt hast und jetzt? Ja, ich meine, 95% der Probleme sind weg, oder? Was ist geblieben? Ja, ich meine, gewisse Gelenke sind nicht mehr neu, oder? Ja. Nach 9 Operationen in einem Knie, das ist klar, das funktioniert nicht mehr alles. Aber es ist ein enormer Wechsel. Ich meine, früher habe ich von morgen bis am Abend Medikamente gegessen, eingenommen. Und heute nehme ich nicht mehr. Und das Asthma ist weg, die Frühlingsallergien, auch die Pollenallergien, die sind weg. Die Gelenke sind nicht mehr entzündet, es ist kein Wasser mehr drin. Ich muss sagen, am Steve Hirsch seine Geschichte verblüfft mich schon ein bisschen. Kann eine vegane Ernährung derart helfen? Mehr dazu später. Probier es vegan diesen Monat. Diesem Slogan sind diesen Januar weltweit über 700.000 Menschen gefolgt und haben auf tierische Produkte verzichtet. Im sogenannten Veganuary. In der Schweiz war gemäß Umfragen jeder und jede 14. dabei. Viele scheitern aber im Alltag. Das wollen auch Forschende der Hochschule Luzern untersuchen. Was heißt es, wenn der Menüplan komplett ändert? Wo liegen die Stolpersteine? Das Team um den Wirtschaftspsychologen Marcel Spinten hat 19 Veganuary-Teilnehmende im veganen Monat begleitet. Was sie alle vereint, ist, dass alle heute relativ viel tierische Produkte konsumieren. Also wir haben bewusst Leute genommen, wo die Umstellung echt eine Challenge wird während der 31 Tage. Die Studienteilnehmerinnen Daphne Merkli und Marion Gretener erhoffen sich einiges von ihrem Veganuary-Monat. Ich bin wirklich sehr gespannt, was es auch für meine Gesundheit bringt. Das fängt beim Hautbild an und hört für mich bei der Verdauung auf. Ob ich mich hier fitter fühle, wie man vielfach gehört, ob ich besser wieder schlafe. Am meisten fehlen wären mir sicher Milch- und Eierprodukte. Ich habe schon mehrmals probiert, vegetarisch mich zu ernähren, meinen Ernährungsplan umzustellen, bin aber immer wieder ein bisschen gescheitert. Ein Monat ohne Tierprodukte. Ob sie durchhalten oder leiden, wie es ihnen dabei ergeht, später in dieser Sendung. Zurück in der Eishalle zu Langnau. Darf ich euch schnell etwas fragen? Hier gibt es keine Sprüche in der Garderobe? Nein, wenn der Assistenztrainer noch Gemüse isst? Gar nicht. Jetzt müssen wir anfangen. Ich glaube, jeder soll das essen, was er das Gefühl hat, was er braucht. Und wenn es vegan ist oder wenn man halt Fleisch essen will, soll man, ja, man soll das essen, was der Körper braucht, wo man weiss, wo man das Gefühl hat, was einem hilft. Mhm. Und dann haben wir was gar keine Probleme. Dass du weg bist? Ja, sicher viel Kohlenhydrate. Ich trinke auch viel gerne Milch, die ich auch gerne habe, zum Morgen. Ja, aber sagen Sie mal, haben Sie das Gefühl, dass Steve ist langsamer, weil er kein Fleisch isst? Ich weiss nicht, wie es früher war, aber jetzt würde ich sagen, für sein Alter ist er feierlich schnell. Ja, er ist spritzig, ja. Okay. Jetzt haben wir gut geschnurrt, Steve. Ja, jetzt gehen wir gleich hier rein. Ja. Den Hintereingang. Steve, sag mal, du hast ja schon umgestellt auf vegan, oder? Wo du noch Profispieler gsi bist. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, oder? Nein, es war eine rechte Herausforderung. Ja. Weil, was denn? Etwas Gewohntes, oder? Etwas Gewohntes weglassen und erkennen, was man jetzt braucht. Oder? Man kann ja nicht das Fleisch einfach weglassen und keine Proteine mehr essen. Also, und dein Körper, ich meine, weißt du, so, bist du wie schwächer geworden in diesem Moment als Spieler? Nein, am Anfang bin ich wirklich stärker geworden. Mehr Energie, schneller erholt, besser geschlafen. Was würdest du sagen, was hat das vegane Essen auf deine Karriere für einen Einfluss gehabt? Ja, positive. Mit 30 habe ich wirklich darüber nachgedacht, aufzuhören, weil ich einfach nicht mehr mögen. Mhm. Ich habe bis 35 gespielt, also die Karriere ist verlängert worden. Ich habe es dann auch geschafft, die letzten 2 Jahre verletzungsfrei zu spielen. Mhm. Und nach 10 Jahren in Folge Operationen und Problemen nach 2 Jahren verletzungsfrei können spielen und so können abschließen, ist natürlich schön gewesen, ja. Eine beeindruckende Geschichte. Und ziemlich sicher ein Einzelfall, der sich nicht einfach so auf andere übertragen lässt. Was kann eine vegane Ernährung bei körperlichen Beschwerden ausrichten? Wie gesund ist vegan Essen wirklich? Was weiss man da überhaupt schon drüber?
Essen ohne Fleisch und Milchprodukte. Mangelernährung für die einen, total gesund für die anderen. Oft sind die Meinungen gemacht, doch so klar ist die Sache nicht. Wir fahren nach Deutschland. Hier treffen wir Markus Keller. Der Ernährungswissenschaftler forscht an einem privaten Institut seit 25 Jahren zu pflanzenbasierter Ernährung und führt gerade eine Studie an vegan lebenden Menschen durch, wie Ergänzungspräparate im Körper ankommen. Keller, selber vegan, sagt, vegan ist nicht per se gesund oder ungesund. Vegan kann sehr gesundheitsfördernd sein, wenn wir das richtig machen. Ich kann mich vegan auch sehr, sehr ungesund ernähren. Ich kann mich mit einer Mischkost besser ernähren als mit einer schlechten veganen Ernährung. Aber sehr häufig ist es genau umgekehrt, dass die Veganer und Veganerinnen eben sich mehr Gedanken machen, besser informiert sind, eine vollwertigere Lebensmittelauswahl haben. Allgemein brauche es aber mehr Forschung, sagt Keller. Denn anders als viele meinen, gäbe es noch einige Wissenslücken. Da ist nicht alles klar, wie das manchmal so auch aus manchen Kreisen dargestellt wird. In der Vergangenheit, wenn wir jetzt mal 10 Jahre, 20 Jahre zurückblicken, gab es in den Studien, die sich mit pflanzenbasierter Ernährung befasst haben, oft nicht genug Veganer und Veganerinnen, um die einzeln zu untersuchen, sondern sie wurden in die vegetarische Gruppe dann einbezogen und man konnte nicht unterscheiden zwischen vegetarischer und veganer Ernährung in der Auswertung. Deswegen haben wir auch dort nach wie vor wenige Informationen. Da tut sich etwas, aber es gibt einfach noch zu wenig Forschung und es ist immer wieder tatsächlich auch eine Finanzierungsfrage. Trotzdem lässt sich heute sagen, zu viel Fleisch, vor allem verarbeitetes, kann der Gesundheit schaden, zeigen Studien seit Jahren. Dass eine Ernährung mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln gesund ist, ist ebenfalls belegt. Zurück in die Schweiz, Inselspital in Bern. Hier treffen wir Lia Balli. Die Ernährungsmedizinerin ist leitende Ärztin und Professorin für Ernährung und Metabolismus an der Universität Bern. Im Spitalalltag stelle sie immer wieder positive Auswirkungen einer veganen Ernährung fest. Also dort, wo wir es natürlich sehen, ist sicher auch bei der Blutzuckereinstellung, wo wir deutlich bessere Profile zum Beispiel beobachten, wenn man jetzt zum Beispiel spezifisch der Nahrungsfaseranteil erhöht. Und das ist automatisch, oder, wenn man eine gesunde, vegane Ernährungsweise umsetzt. Oder zum Beispiel auch bei dem Blutfett kann man durchaus nachher positive Wirkungen feststellen. Eine wichtige Rolle spielen hier die sekundären Pflanzenstoffe. Aus Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten oder Nüssen. Sie geben pflanzlichen Lebensmitteln ihre Farbe. Sie haben positive Wirkungen auf die Gesundheit, sind entzündungshemmend, antioxidativ und können das Risiko für Krebs senken. Eine pflanzenbasierte Ernährung bringe auch weitere wertvolle Inhaltsstoffe mit sich. Es sind Nahrungsfasern, die sehr gut wirken. Das Mikrobiom wird positiv beeinflusst. Generell auch die Qualität der Kohlenhydrate. Das sind aber deutlich besser, als wenn man jetzt Kichererbsen, Hülsenfrüchte und so weiter zu sich nimmt. Nüsse, die ganz wertvolle Fettsäuren auch haben. Aber was ist mit einer konsequent veganen Ernährung? Hier ist die Ernährungsmedizinerin Balli zurückhaltend, denn die Gefahr eines Mangels bestehe. Besonders beim Vitamin B12. Es ist an der Zellteilung und der Blutbildung beteiligt und kommt praktisch nur in tierischen Produkten vor. Bei einer strikt veganen Ernährung müsse B12 daher ergänzt werden, um keinen Mangel zu erleiden. Neben B12 können unter anderem auch Calcium oder langkettige Omega-3-Fettsäuren kritisch sein. Es ist auch immer die Frage, wie gut kann man es aufnehmen, also wie ist die Bioverfügbarkeit von diesen Nährstoffen. Und da muss man relativ gutes Wissen haben, erstens mal, wo hat es was enthalten, wie kombiniert man es und wie kann man so zubereiten, dass zum Beispiel eben das Eisen oder Zink oder Selen besser verfügbar ist. Bei Milchprodukten, die in der veganen Ernährung wegfallen, ist die Datenlage nicht eindeutig. Käse etwa kann in großen Mengen viel Fett enthalten. Andererseits fehlt beim Weglassen von Milchprodukten auch eine wichtige Nährstoffquelle, etwa für Calcium oder Jod.
Studien geben Hinweise auf verminderte Knochendichte bei Veganerinnen und Veganern. Langfristig kann eine vegane Ernährung unsere Gesundheit aber positiv beeinflussen. Das zeigen große Studien. Demnach hat die vegane Lebensweise ein tieferes Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2. Und es gibt Hinweise, dass das Krebsrisiko reduziert sein könnte, etwa beim Darmkrebs. Diese Studien sind aber vor allem sogenannte Beobachtungsstudien und zeigen damit Zusammenhänge und nicht zwingend die Ursachen. Diese großen Studien, die zeigen auf jeden Fall eine Richtung an. Und wenn ich diese Befunde, wie eben ein verringertes Diabetesrisiko zum Beispiel, immer wieder finde, auch in Querschnittsstudien oder auch in kleineren Kohortenstudien, dann ist das ein starker Hinweis darauf, dass das auch ursächlich kausal irgendwie miteinander zusammenhängt. Doch was heißt das jetzt? Fachgesellschaften beurteilen das unterschiedlich. In der Schweiz sind die offiziellen Empfehlungen eher zurückhaltend, auch weil hier noch wenige Lebensmittel mit Nährstoffen angereichert sind. Derweil ist laut der amerikanischen Akademie für Ernährung eine vegane Ernährung in allen Lebensphasen angemessen. Eine vegane Ernährung brauche viel Ernährungswissen, sagt die Medizinerin. Pflanzliche Sachen zu integrieren, gute Sachen, macht eigentlich immer Sinn, oder? Und dann tut man ja automatisch auch tierische ein bisschen weglassen. Aber das ist nicht so, dass man jetzt das Datenlage sagt, es muss vegan sein und nur dann profitiert man. Eine vegane Ernährung ist möglich und beeinflusst, sofern gut umgesetzt, unsere Gesundheit positiv. Die einzige gesunde Ernährungsform sei sie aber nicht. Unterdessen bin ich mit dem Steve Hirschi im Emmental unterwegs, um zu posten. Mehr pflanzliches statt tierisches Essen kann also helfen, dass zum Beispiel Entzündungen zurückgehen, so wie das auch bei ihm der Fall war. Sagen wir, jetzt kommen wir an so viele Bauernhöfe und Ställe vorbei. Ich meine, Fleisch und Milch gehört zu diesem Emmental, oder? Was haben denn die Leute da gesagt, wo du gesagt hast, ich brauche das alles nicht mehr, ich esse das nicht mehr? Ja, mir ist einfach hinterfragt worden, oder, was das genau soll, warum. Es gehört ja, zur Ernährung des Emmental, sage ich mal. Es ist normal, dass man das isst. Also hat man dich ein bisschen komischer gefunden? Ja, das ist schon ein bisschen komischer. Kennen die Leute? Ja, schon, ja, sie kennen mich schon. Es sind halt noch viele Kollegen von Schule von früher, die man kennt. Ja. Was suchen wir? Ja, jetzt suchen wir Zutaten für mein Menü, das ich kochen will. Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Karotten, Pizza. Mit Käse? Mit veganem Käse. Okay. Gehört auch ein bisschen dazu. Schon nur optisch, oder? Und jetzt suchen wir da die Zutaten. Sag mal, bei diesem Menü, die Zutaten, die wir jetzt kaufen, schaust du da auf die Inhaltsstoffe, dass du also bei dem Gericht, das wir nachher haben, möglichst alles drin ist? Ja, ich meine, jetzt beim Pizzateig sage ich jetzt, wie sie haargenau, es ist viel Protein drin. Ja. Es ist Kohlenhydrate drin, Vitamine, Fett, wichtige. Wir haben Zutaten beieinander. Anders wie früher isst Steve heute auch ab und zu ein bisschen Fisch, wenn auch nur selten. Wie ist es mit Fleisch- oder Milchprodukten? Vermisst ihr die nicht? Was macht das jetzt mit dir, wenn du da so die Fleischauswahl anschaust? Kriegst du Lust? Nein. Ich habe früher viel Speck gegessen. Okay. Das habe ich sehr gerne gehabt, ja. Aber es fehlt mir nicht. Schon am Anfang war es recht her, oder? Käse und Milch oder und Raclette oder so Sachen, oder? Das hat man schon gerne gehabt und ist am Anfang schon recht entzogen. Meine Family isst Fleisch. Ah, du kochst jetzt nur für dich vegan und für mich? Nein, also wenn ich so Sachen mache, essen sie es natürlich auch. Okay. Aber es ist nicht so, dass wir alle Tag Fleisch auf dem Teller haben, aber es ist gleich Fleisch auch um, oder? Okay. Die Kinder essen gleich auch mal ein Kackerz.
Steve Hirschi setzt auf möglichst natürliche Zutaten. Immer mehr Menschen greifen aber zu sogenannten Ersatzprodukten. In der Schweiz kauften letztes Jahr fast 60% der Bevölkerung Fleischalternativen. Wie gesund sind Veggie-Burger und Co.? Dieser Frage ist SRF-Impact-Reporter Livio Carlin nachgegangen. Wir sind viele Jahre Veggie und isst eigentlich fast täglich Fleischersatzprodukte. Und es gibt langsam richtig geile Scheiß. Und ich bin nicht der Einzige. Der Markt ist am Boomen. In 5 Jahren hat er sich fast verdoppelt. Aber was das hier effektiv ist, keine Ahnung, Alter. Zuerst treffe ich den David Fee. Er ist Ernährungswissenschaftler und ich wollte von ihm wissen, wie gesund ist das Veggie-Fleisch überhaupt. Es gibt zu wenig Studien, um das klar zu sagen. Aber es gibt Argumente, die dagegen sprechen, zu viel von diesen Produkten zu essen. Weil sie so verarbeitet sind, oder wie? Genau, also ein Punkt, den man generell sagen kann, ist, dass verarbeitete Produkte weniger satt machen als die ursprünglichen Produkte. Ich habe häufig das Gefühl, wenn ich mega viele Fleischersatzprodukte konsumiert habe, dass es nämlich ein bisschen recht stark muss furzen. Kann das einen Zusammenhang haben, oder ist das Illusion? Oder habe ich nicht das gesund? Das kann absolut so sein, wenn man bedenkt, dass eben häufig Hülsenfrüchte als Rohstoff verwendet werden. Oder jedes Bündchen gibt ein Tönchen, dann ist es nachvollziehbar, dass einfach die Stoffe aus der Hülsenfrucht, dass die dann zu Gas verarbeitet werden. Ja, David, du bist local da. Kannst du mich vielleicht ein bisschen leiten? Sehr gerne, ja. Gehen wir runter. Das ist ein Veggie-Ecke. Da lacht einem das Grün an. Das kommt von der Natur. Aber das sieht eigentlich so aus, als wäre es mega gesund, oder? Wenn man jetzt da, kann man einfach nicht einfach drauf gehen, dass das Anscheiner wecken, richtig. Aber ich würde trotzdem empfehlen, selber das Produkt genauer anzuschauen. Ich würde mich jetzt nicht nur jetzt auf die Labels verlassen, sondern ich würde jeweils immer umtrüllen. Dann kann man sehr gut sehen, dass die Zutatenliste relativ lang ist. Kann man eigentlich so salopp sagen, je mehr Zutaten es hat, desto ungesünder ist das Produkt? Ja, wenn man jetzt nicht will, hochverarbeitete Produkte konsumieren, dann sollte man schauen, dass man eher Produkte konsumiert mit einer kurzen Zutatenliste. Man sagt so grob, nicht mehr als 5 Zutaten, okay. Dann ist es okay. Was auch noch gut ist, ist, wenn man vielleicht auf das Ablaufdatum schaut. Wenn jetzt die Produkte nicht gekühlt werden und sehr lang haltbar sind, dann ist das auch ein Hinweis darauf auf einen hohen Verarbeitungsgrad. Ja. Und das ist jetzt bei diesem Produkt nicht der Fall. Man sieht hier Eiweiß und das sind jetzt 14 Gramm, wenn ich es richtig lesen kann. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich habe auch gelesen, dass viele von diesen Produkten mega viel Salz drin haben. Das kannst du selber anschauen. 0,98 Gramm, ist das viel? Nein, das geht eigentlich. Man kann sagen, alles, was so unter 1,5 Gramm ist, das ist noch okay. Wenn jetzt du kein Problem hast mit dem Blutdruck, kein Gewichtsproblem hast, dann ist Salz wahrscheinlich nicht so wichtig. Kann man jetzt so sagen, diese Produkte sind jetzt gesünder als Fleisch oder Fleisch ist gesünder als Fleischersatzprodukt, weil Fleisch kann ja auch mega verarbeitet sein, oder? Genau, die Frage ist schwierig zu beantworten, ob jetzt die Produkte, die Ersatzprodukte tatsächlich gesünder sind. Sie haben gewisse Vorteile. Sie haben keine gesättigten Fette, kein Cholesterin drin, das ist sicher ein Vorteil. Allerdings können wir das nicht sicher sagen, weil einfach die Studien, die wir zur Verfügung haben, die gehen das nicht her. Also eigentlich sollte man Fleischersatzprodukte eigentlich auch so handhaben, wie man Fleisch früher gehandhabt hat. Eigentlich das auch nicht übertreiben, jeden Tag. Genau, also ich würde es jetzt auch nicht übertreiben. Ich würde auch schauen, dass ich variiere. Das heisst nicht immer genau das Gleiche jedes Mal, sondern eine grosse Bandbreite. Da hat man auch geringere Risiken, dass sich irgendwelche Stoffe im Körper akkumulieren. Ja, hast du Lust, das zu probieren? Sehr gerne, ja. Habe ich es nie gehabt. Das ist... Danke vielmals. Ja. Schmeckt gröcher. Mhm. Nicht schlecht, ja. Mhm. Geschmack an sich finde ich eigentlich noch gut. Ja. Weißt du warum? Warum? Vermutlich wegen dem Salz. Schon, du bist nicht drauf. 4 Gramm. Was haben wir vorher gehabt? Unter 1 Gramm? Unter 1 Gramm, ja. Das ist recht viel Salz. Aber wie gesagt, ein Bestandteil von einer so ausgewogenen Ernährung, wenn du normal gewichtig bist, ist es überhaupt kein Problem. Wir sind beim Steve zu Hause. Es braucht auch etwa 4 Minuten. Okay. So. Ich habe langsam Hunger. Aber bei dieser Pizza wird alles frisch gemacht und das braucht Zeit. Du und Ersatzprodukt, verwendest du so Sachen? Sehr selten. Ja. Also jetzt kacke es so nicht. Also, mhm. Es kann mal sein, dass es Schnitzel gibt. Mhm. Aber es ist sehr selten. Wieso? Sonst,
findest du nicht gut, oder? Ist kein Fleisch, oder muss ich so nicht bildlich ersetzen. Ja. Also ich tue Proteine anders ersetzen, indem sie eben Linsen essen. Mhm. Oder Quinoa. Mhm. Ich ersetze die Proteine über so Produkte. Und wenn du zum Arzt gehst, um deine Gesundheit zu überprüfen, oder, wo du hast jetzt auch in dieser veganen Ernährung seit 10 Jahren, was wird da untersucht? Blut, Knochendichte oder um was geht es da? Ja, ich denke, das ist so die Basis. Oder? Ja. B12 sage ich immer, Eisen, Calcium, all das Zeug, das man halt etwa prüft. Ja? Mhm. Und dort ist bis jetzt eigentlich alles immer gut gewesen, in den letzten 10 Jahren. Und das ist vorher eben mit Calciummangel, Magnesiummangel, Eisenmangel war immer irgendetwas, was ein Mangel war. Oder? Aber du hast dich nicht einfach von Pudding und Chips ernährt, oder? Nein. Was ich halt früher nicht viel gegessen habe, ist Gemüse. Okay. Oder? Ich war sehr einseitig. Eben Teigwaren, Reis, Fleisch. Ja, okay. Käse. Und einfach durch das, dass ich sicher habe gelernt, ab 30 auch Gemüse essen, habe ich einfach etwas Gutes da. Und der Teig ist tatsächlich Teig geworden, wenn ich mir das anschaue. Also so viel Finger trüllen wie der Pizzaiolo kannst du das Teig nicht, oder? Also, ich habe es noch nicht rausgefunden. Ein bisschen Käse. Wo kennen ist? Wo kennen ist, also eine vegane. Wie geht es den beiden Frauen im Veganuary? Gemeinsam haben sie mit Zehntausenden in der Schweiz ihren Menüplan auf den Kopf gestellt und sich rein pflanzlich ernährt. Für die Studie werden die beiden am Ende nochmals befragt. Beide haben durchgehalten. Aber haben sich auch ihre Hoffnungen erfüllt? Ich habe immer das Gefühl, es gäbe jetzt hier so den Energy-Boost nach einer veganen Ernährung. Der ist jetzt zwar nicht eingetreten. Ganz am Anfang hatte ich ein Verdauungsprobleme, sicher so auf viele Hülsenfrüchte, die wir integriert haben, zu führen. Aber ich habe mich einfach gut gefühlt, alles in allem. Einfach gut und mit der Zeit auch sehr gut gesättigt und nicht so viel Zwischensnacks, was ich sonst immer viel gemacht habe. Also das Snacken zwischen den Mahlzeiten. Und das ist wie fast komplett weggefallen. Marion Gretener erhoffte sich ein besseres Hautbild. Nicht nur das sei eingetreten. Die Verdauung ist auch viel besser. Ich habe das letzte Jahr schon einen Monat vegetarisch gelebt, jetzt dieses Jahr einen Monat vegan. Und es ist nochmal sehr merklich besser. Man spürt den Unterschied auch nur schon zu vegetarischer Ernährung. Jetzt beginnt für die Studienautoren das Auswerten der Interviews vor und nach dem veganen Monat und der täglichen Protokolle. Von den 19 Teilnehmenden habe niemand abgebrochen. In diesem Monat hat es doch einige gegeben, die praktisch keine Veränderungen festgestellt haben. Wenn sie aber genannt worden sind, sind sie praktisch ausschließlich positiv gewesen. Viele haben von einem besseren Energielevel geredet. So grundsätzlich einfach so ein bisschen mehr Energie zu haben, eine positive Stimmung, sich motiviert fühlen. Ich kann natürlich auch die Studie eine Rolle gespielt haben, darf man nicht ganz vergessen, dass man da dabei ist. Vereinzelt ist aber auch das Hautbild oder das reduzierte Körpergewicht genannt worden. Die entscheidende Phase, die kommt jetzt nicht mehr begleitet von der Studie, um die Gefahr vom Alltag wieder eingefangen zu werden, die ist natürlich sehr gross. Ich würde mich für eine hybride Ernährungsform entscheiden und wäre eher zum Flexitarier. Das heisst, ich werde ausnahmsweise sicher mal wieder Fleisch essen oder Fisch konsumieren, Meeresfrüchte, aber besonders dann vor Ort in der Ferien zum Beispiel. Meine Familie will jetzt nicht sich vegan ernähren, gerade mein Mann beispielsweise nicht. Und dann ist halt so, ja, wie will ich weitermachen? Will ich künftig irgendwie für 3 Parteien verschiedene Sachen kochen? Da bin ich einfach noch nicht 100% sicher, aber ich für mich werde zu meinem grössten Teil mich vegan künftig ernähren. Ja. Damit eine vegane Ernährung gesund gelingt, 3 praktische Tipps von der Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach. Herantasten. Herantasten meint, dass ich mich erstmal informiere, was gibt's an Lebensmitteln und auszuprobieren, welche Lebensmittel zu mir passen. Also beispielsweise eins übers andere ein Milchersatzprodukt für ein Milchprodukt austauschen oder beim Fleisch ebenfalls.
Besonders vorsichtig sollten aber jene Menschen sein, die einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Beispielsweise Kinder, Schwangere, Stillende und auch ältere Menschen, die besonders auf ihren Proteinversorgung zu achten haben. Auf kritische Nährstoffe achten. Also Calcium, B12, bestimmte Fettsäuren. Deshalb ist die entsprechende Auswahl wichtig. Und es ist wichtig, entsprechende Supplemente auch zu sich zu nehmen, weil ohne die geht es eben nicht, vor allem Vitamin B12, weil Blutwerte hier nicht allein aussagekräftig sind. Dazu gehört eben auch, dass man regelmäßig seine Blutwerte überprüfen lässt. Bunt, frisch und vielfältig essen. Bunt auf dem Teller ist gesund. So kann man es ganz knapp zusammenfassen, weil die sogenannten Pflanzeninhaltsstoffe, also die Farben Rot, Gelb, Orange, auch Dunkelviolett, ganz wichtige Stoffe sind für unsere Gesundheit. Neben der Vielfalt auf dem Teller ist es auch wichtig, dass ich diese Vielfalt selber zubereite, frisch, und zwar aus den Rohzutaten. Weil ich damit einerseits kontrollieren kann, was da drin ist und auch sämtliche Nährstoffe, die in diesem Produkt enthalten sind, anschließend zu mir nehmen kann. Wichtig ist auch, jodiertes Salz zu verwenden und Eiweißquellen zu kombinieren, etwa Hülsenfrüchte mit Getreiden. Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen spielen ohnehin eine wichtige Rolle. Hülsenfrüchte sind eine ganz spannende Lebensmittelgruppe. Ich sag's, das ist der neue Star am Himmel, weil sie so vielschichtig sind, vielseitig sind. Man kann ganz, ganz viele leckere Gerichte damit machen. Das sind jetzt deine, oder? Das sind auch, ich kann es jetzt nicht sagen. Okay. Deine waren auch schön. Ein guter, danke für die Einladung. Danke dir fürs Helfen. Na, es ist okay. Ich assoziiere es nicht so mit Pizza. Nein. Weil da habe ich jetzt einfach irgendwie seit Jahrzehnten einen Geschmack abgespeichert. Aber es ist mega fein. Mhm. Für den Steve ist die Umstellung auf vegan ein Glücksfall gewesen, wie er selber sagt. Und auch ich nehme von heute einiges mit. Hey, für mich persönlich der Buchweizen eine echte Entdeckung, die bei mir in die Küche einziehen wird. Allerdings wird nicht alles tierische ausziehen. Das schaffe ich einfach nicht. Ohne Käse, ohne Fisch, das wird weiterhin bleiben. Vielleicht ein bisschen weniger. Wie haltet ihr es? Könnt ihr verzichten? Wenn ihr verzichten? Findet ihr, das geht eh die falsche Richtung? Diskutiert es, wenn ihr Lust habt. Wir sind gespannt hier unten in den Kommentarspalten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und da haben wir übrigens noch weitere spannende Themen für euch.